Frisch hat darin seinen Blick und seinen Ton gefunden, der sein ganzes künftiges Werk mitprägen wird und mit dem er eine breite Leserschaft in ihrem eigenen Lebensgefühl trifft. Er war für uns in vielem eine Erlösung. Sein erstes Tagebuch war für uns eine Erlösung. Wir hatten auch ein riesiges Glück in unserem Zugang zu Frisch. Unsere Lehrer fanden ihn grauenhaft, fanden ihn ein Schreiberling in Zürich, der glaubt, er sei ein Schriftsteller und nichts kann. Und wir hatten das große Glück, ihn im Trotz gegen unsere Lehrer lesen zu können, lesen zu dürfen. Dieses Glück hat heute keiner mehr. Wir leben und sterben jeden Augenblick, beides zugleich. Nur, dass das Leben geringer ist als das andere, seltener. Und da wir nur leben können, indem wir zugleich sterben, verbrauchen wir es, wie eine Sonne ihre Glut verbraucht. Erst aus dem Nichtsein, das wir ahnen, begreifen wir für Augenblicke, dass wir leben. Man freut sich seiner Muskeln, man freut sich, dass man gehen kann, man freut sich des Lichtes, das sich in unseren dunklen Augen spiegelt, man freut sich seiner Haut und seiner Nerven, die uns so vieles spüren lassen, man freut sich und weiß mit jedem Atemzug, dass alles, was ist, eine Gnade ist. In allen Zeitungen findet man die Bilder vom Bikini. Etliche Stunden, nachdem die Atombombe losgegangen ist, steht der Rauch wie ein schwarzer Blumenkohl. Mit einer gewissen Enttäuschung vernimmt man, dass die Kreuzer und Zerstörer, die in dem Atoll verankert lagen, noch ziemlich vorhanden sind. Also nicht so, dass man sie aufs Brot streichen kann. Die Ziegen, die für diesmal die Menschen vertraten, leben sogar und keuen ihr Futter, als wäre nichts geschehen. Die Affen vertragen es schon weniger. Das alles ändert nichts an der grundsätzlichen Freude, die dieses Ereignis auslöst. Bei Hiroshima, als Hunderttausende daran starben, war solche Freude nicht möglich. Diesmal ist es nur eine Hauptprobe. Der Fortschritt, der nach Bikini führte, wird auch den letzten Schritt noch machen. Die Sintflut wird herstellbar. Das ist das Großartige. Wir können, was wir wollen, und es fragt sich nur noch, was wir wollen. Das Gefühl, dass wir noch einmal die Wahl haben, und vielleicht zum letzten Mal. Ein Gefühl von Würde. Es liegt an uns, ob es eine Menschheit gibt oder nicht. Der amerikanische Atomtest auf dem Inselatoll Bikini ist der symbolische Auftakt für den Kalten Krieg, der danach die Welt über 40 Jahre lang in Atem halten wird. Am sichtbarsten in Berlin. Die Stadt wird zwischen den verfeindeten Systemen aufgeteilt und West-Berlin kann 1948 monatelang nur dank einer internationalen Luftbrücke überleben. Ein neuer Weltkrieg droht. Jenseits des Eisernen Vorhangs in Polen nimmt Frisch an einem Friedenskongress teil. Wieso haben die Intellektuellen, wenn sie scharenweise vorkommen, unweigerlich etwas Komisches? Der Schwindel dieses Kongresses besteht wesentlich darin, dass die Vergehen und Schwächen der westlichen Mächte ausführlich genannt werden. Dagegen wird alles verschwiegen, was auf dieser Seite nicht human ist. Man macht, wie erwartet, etwas sonderbare Gesichter, dass ich den Kongress vorzeitig verlassen habe und mich an dem Manifest, das heute in Breslau beschlossen wird, nicht beteilige. Wegen seiner Teilnahme am Friedenskongress gerät Frisch ins Visier der schweizerischen Sicherheitspolizei. Eine geheime Bespitzelung, die bis zu seinem Lebensende dauern wird, nimmt ihren Anfang.
Es ist zurzeit eine sonderbare Luft, eine eigentliche Psychose, eine Hysterie, die viel Angst und wenig Kraft verrät. Oft, wenn ich hier sitze, immer öfter, wundert es mich, warum wir nicht einfach aufbrechen. Wohin? Es genügte, wenn man den Mut hätte, jene Art von Hoffnung abzuwerfen, die nur Aufschub bedeutet, Ausrede gegenüber jeder Gegenwart, die verfängliche Hoffnung auf den Feierabend und das Wochenende, die lebenslängliche Hoffnung auf das nächste Mal, auf das Jenseits. Es genügte den 100.000 versklavter Seelen, die jetzt an ihr Pültchen hocken, diese Art von Hoffnung auszublasen. Groß wäre das Entsetzen. Groß und wirklich die Verwandlung. In Zürich verkomme ich durch Gewöhnung. Wenn es klappt, will ich im Frühling nach Amerika für mindestens ein halbes Jahr. Für mich die Notwendigkeit, mich zu regenerieren. Durch selbstständiges Leben ohne Gewohnheit. Ich freue mich. Zusammen mit seinem Freund Gottfried Honecker und unterstützt durch ein Stipendium, fährt Frisch für ein Jahr nach Amerika und beginnt dort an seinem Roman Stiller zu arbeiten. Die Zeit vergeht mir unglaublich schnell. Immer ist es schon wieder Abend, Weihnachten kommen. Ich will mich nicht fragen, was ich in diesem Jahr geleistet habe. Wahrscheinlich ist es ein Jahr des bloßen Aufnehmens. In jedem Fall ist es gut, dass ich außerhalb der Gewöhnung bin. Für mich ist es großartig, Europa einmal von außen zu sehen. Es wird kleiner, ohne wesentlich etwas einzubüßen. Ich bin neugierig oder ängstlich auf die Rückkehr. Wie wird mir Zürich vorkommen? Wie Amerika, wenn ich zurückblicke? Allgemein sehne ich mich nach Europa. Was mich ängstet, ist die Gefahr, in alte Gewohnheit zurückzufallen. Ein Jahr schon genügt, um anders zu empfinden. Ohne dass die Befremdung, wie winzig alles ist, gewichen ist, staunt der Heimkehrende, wie proper alles gebaut ist, wie ernst und gewissenhaft. Und der Heimkehrende wird kaum einen schweizerischen Bau treffen, wo ihm nicht reihenweise etwa die folgenden Beiwörter einfallen: Schmuck, gediegen, gründlich, gepflegt, geschmackvoll, sicher, sauber, gepützelt, makellos, seriös.